den Kriegfugassier in den Korbbergen von Französisch-Guyana kennt jeder Aquarianer, der schon einmal dieses Stückchen europäischen Urwaldes besucht hat. Und an dieser Stelle haben auch alle Aquarianer mal mit der Taucherbrille hineingeschaut. Okay, alle bis auf einen. Am Ende der Trockenzeit nicht spektakulär, eher ein besseres Rinnsal als ein Schütt. So nennen die Franzosen ihre Wasserfälle. Aber der Blick unter Wasser lohnt sich zu jeder Jahreszeit, kann man jedoch immer Wasserfallwälse der Gattung Guyan ancestrus bewundern. Den Krieg weiter hinein ins Tal erkundigen nur wenige. Hier gibt es oft keinen Weg und man muss ein Stückchen in den Wald hinein. Aber auch hier lohnt es sich zu schnorcheln. Hier gibt es Killifische. Das war ein Rivulus igneus, der leider etwas scheu ist. Doch mit etwas Geduld komme ich doch noch zu einer vernünftigen Aufnahme. Mist, schon wieder weg. Hier in den Wurzelbärten hatte ich vorhin schöne große Exemplare gesehen. Schade, keiner mehr zu finden. Aber eine schöne Vorlage, ein Laichbecken für Rivulus mal anders als mit Wollmops zu bestücken. Ich halte mich jetzt lieber an die Grobia guyanensis, die es hier zuhauf gibt. Hier im ruhigen Wasser liegt auf allem eine Mulmschicht, die beim kleinsten Fehler aufwirbelt. Immer wieder treffe ich auch auf brutpflegende Paare. Um die Kleinen nicht zu gefährden, weiche ich zur Seite aus. Zwischen den vielen Rotaugen-Grobia muss man aufpassen, die halbwüchsigen Nanakara aureocephalus nicht zu übersehen. Die großen, viel prächtiger beflossenen Revierbesitzer bekommt man allerdings kaum zu Gesicht. Vielleicht probieren Sie es selbst einmal aus, wenn Sie das nächste Mal in Französisch-Guyana sind. Nehmen Sie sich etwas Zeit, es gibt hier noch viel mehr zu entdecken.